Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung von Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Heute wollen wir uns einem ganz speziellen Thema widmen, nämlich der Anwendung der Sinumeric One. Hierfür habe ich ein paar Kollegen eingeladen. Gemeinsam wollen wir aufzeigen, was Betreiber von Werkzeugmaschinen über die neue High-End-CNC von Siemens wissen sollten. Als erstes möchten wir erklären, was sich Grundsätzliches hinter dem neuen Namen Sinumeric One verbirgt. Im zweiten Teil geht es um die wichtigsten Eigenschaften der neuen High-End-CNC, nämlich die immense Mitgift des Vorgängersystems 840D Solution Line. Dann möchte ich auf den digitalen Zwilling von Sinumeric One eingehen. Im vierten Kapitel geht es darum, wie Sinumeric One die anstehenden Veränderungen bei der Teilefertigung mit Werkzeugmaschinen unterstützt. Was verbirgt sich Grundsätzliches hinter Sinumeric One? Diese Frage stelle ich am besten dem Sinumeric Entwicklungsprojektleiter Frank Ambrecht. Frank, wo habt ihr die meiste Arbeit in der Entwicklung der Sinumeric One reingesteckt? Die meiste Arbeit floss in das Re-Engineering der Sinumeric Systemsoftware. Das war der zentrale Bestandteil bei der Entwicklung der Sinumeric One. Seit der Markteinführung der 840D 1994 ist die Systemsoftware kontinuierlich gewachsen, ist mittlerweile extrem leistungsfähig und von einem einzigartigen technologischen Umfang. Wir haben diese Software nicht nur auf die Multicore-Architektur modernster Prozessoren portiert, wir haben sie auch funktional erweitert. Und was hat das Ganze gebracht? Einen Quantensprung in CNC-Performance. Zum Beispiel bei der Geschwindigkeitsführung. Geschwindigkeitsführung ist der Teil der CNC-Software, die dafür sorgt, dass bei der Bearbeitung von Freiformflächen eine maximale Geschwindigkeit bei größtmöglicher Bahntreue erreicht wird. Wir haben diesen Teil der Software auf einen eigenen Kern des Prozessors ausgelagert. Im Vergleich zu vorher, wo alle Bausteine der CNC nur auf einem Kern liefern, konnten wir die Bearbeitungsgeschwindigkeit um bis zu 30% bei deutlich erhöhter Genauigkeit steigern. Das klingt beeindruckend. Und wo habt ihr noch Entwicklungsressourcen reingesteckt? Wir haben die SIMATIC S7 PLC 1500 integriert. Das war der zweite wesentliche Bestandteil der Entwicklung der Sinumeric One. Diese PLC ist im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 10-mal schneller. Das haben uns auch mehrere Maschinenhersteller eindeutig bestätigt. Und was bringt das für den Maschinenanwender? Noch kürzere Span-zu-Span-Zeiten. Das macht sich besonders beim Werkzeugwechsel positiv bemerkbar. Das heißt also, dass das speziell bei der Herstellung von Serienteilen zu einer merklichen Steigerung der Produktivität führt. Danke, Frank. Gerne, Tobias. Nachdem also die Systemarchitektur nachhaltig innoviert wurde, stellt sich die entscheidende Frage, ist nun alles anders? Das kann uns der Leiter des Sinumeric Service, Holger Liebetrut, beantworten. Der steht hinten am Schaltschrank und da schauen wir jetzt vorbei. Hallo Holger, was bedeutet denn das neue System für euch im Service? Ja Tobias, das ist ganz einfach. Unsere Ampeln stehen auf grün. Denn ein Großteil des Antriebspakets bleibt ja gleich. Zum Beispiel die Synamics Leistungselektronik, die man hier sieht, ist die gleiche wie bei der 840D Solution Line. Und auch für die Vorschub- und Hauptspindelachsen werden die gleichen Simotix-Motoren verwendet. Und die PLC von Profinet, die ist exakt die gleiche wie bei der 840D Solution Line. Das heißt, für die Ersatzteilbevorratung müssen wir gar nicht viel machen. Lediglich die neuen CNC-Baugruppen für die Sinumeric One, die sieht man übrigens hier, die müssen wir zusätzlich bevorraten. Und das sind auch 50 mm Einschubmodule, kompatibel zu den NCU-Modulen der 840D. Das heißt zusammengefasst, wir können unsere etablierte und bestehende Infrastruktur 1:1 für die Sinumeric One nutzen. Das heißt die Ersatzteilläger, die Logistik und die Reparaturzentren. Und auch die Expertise in unserem Field Service ist flächendeckend in den Regionen bereits vorhanden. Das heißt, wir können auch alle Serviceverträge mit der Sinumeric One 1:1 abdecken. Und Tobi, lass mich noch eins erklären. Wir haben auch schon Erfahrungen aufgebaut mit der Migration. Denn wir bieten im Feld eine Nachrüstung auf die Sinumeric One in Form eines Retrofits an. Das ist eine sehr wichtige Information. Danke, Holger. Nachdem die Hardware des Sinumeric One Ausrüstungspakets weitgehend kompatibel ist, stellt sich die Frage,
Was hat sich am Arbeitsplatz an der Maschine geändert? So viel vorweg, so gut wie gar nichts. Aber schauen wir einmal auf die Bedientafel der neuen CNC. Wie man sieht, gibt es immer noch Synumeric Operate. Die Farben sind zwischenzeitlich dem Zeitgeist angepasst. Die Softkeys sind immer noch mit denselben Texten an denselben Stellen. Für mich war der Umzug des Arbeitsplatzes von 828D und 840D auf Synumeric One mit null Aufwand verbunden. Wie sieht es nun mit den CNC-Programmen aus? Auch hier hat sich nichts geändert. Der NC-Kern ist zwar nun auf mehrere Cores verteilt und damit deutlich schneller. Der CNC-Interpreter ist aber immer noch exakt der gleiche. Somit ist der komplette Umfang der Synumeric CNC-Sprachbefehle bis hin zur CNC-Hochsprache verfügbar. Natürlich sind alle Technologiezyklen für die Universaltechnologien Drehen und Fräsen vorhanden. Auch die Messzyklen sind umgesetzt. Und die Abspannzyklen für die freien Konturen inklusive Restmaterialerkennung sind ebenso vorhanden. Die Shop-Mill, Shop-Turn-Arbeitsschrittprogrammierung ist natürlich auch wieder mit an Bord. Und die Werkzeugverwaltung mit lesbaren Werkzeugnamen, Schwesterwerkzeugen und Werkzeugstandzeitüberwachung hat Synumeric One ebenfalls 1:1 geerbt. Somit sind CNC-Programme von Synumeric 828 und 840 ohne Änderungen auf Synumeric One portierbar. Voraussetzung ist natürlich, dass es sich um Maschinen desselben Herstellers handelt, die CNCs also identisch parametriert sind. Wie es mit anderen Technologien aussieht, fragen wir wieder Frank. Ja, wir haben alle bekannten Bordmittel des Synumeric 840 DSL eingebaut. Hier nur ein kleiner Streifzug. High-End-Features wie elektronisches Getriebe, Leitwertkopplung, Synchronaktion und viele mehr stehen sofort zur Verfügung. Das heißt, wir haben mindestens das gleiche Technologiespektrum parat wie mit 840 DSL. Neben Drehen, Bohren, Fräsen, Schleifen aller Art, Nibbeln, Stanzen, Lasern, Plasmabearbeitung, die Bearbeitung von Composites und vieles mehr werden von Synumeric One sofort unterstützt. Danke, Frank. Gerne. Gehen wir als nächstes in die Arbeitsvorbereitung. Da sehen wir, was die Synumeric One in puncto Run My Virtual Machine und digitaler Zwilling zu bieten hat. The Digital Native CNC. Diesen Titel hat Synumeric One von Beginn an. Aber was steckt dahinter? Ganz einfach. Bevor die reale Hardware überhaupt verfügbar war, hatte Synumeric One bereits einen digitalen Zwilling. Und was bedeutet das nun konkret? Für die Automatisierung der Maschine können die Maschinenhersteller nun einen speziellen digitalen Zwilling nutzen. Dieses Werkzeug für effizientes Engineering lassen wir heute aber mal außen vor. Wir wollen uns auf einen weiteren digitalen Zwilling konzentrieren, den für die CNC-Arbeitsvorbereitung. Dazu habe ich meinen Kollegen vom Synumeric-Vertrieb Andreas Krötzinger eingeladen. Andreas, wofür kann dieser digitale Zwilling denn verwendet werden? Ja, Tobias, ich habe pro Woche ungefähr 2 bis 3 Anfragen von Maschinenbetreibern nach virtuellen CNCs. Interessanterweise kommen zwischenzeitlich die meisten Anfragen aus der CNC-Arbeitsvorbereitung. Da ist ein eindeutiger Trend verspürbar. Viele Kunden sagen, die CNC-Programmierung muss weg von der Maschine ins Büro verlagert werden, die Maschine soll Späne machen. Viele Kunden sagen aber auch, dass sie das Know-how ihrer Zerspannungsspezialisten an der Maschine nutzen wollen und nicht in ein CAM-System und das dazu notwendige Know-how investieren wollen. Genau dafür gibt es Run My Virtual Machine. Wie mit dem Vorgängersystem Sinodrehen können CNC-Programme offline erstellt und getestet werden. Exakt gleich wie an der CNC in der Maschine. Auch können Bearbeitungszeiten genau ermittelt werden. Gerade bei Lohnfertigungsbetrieben ist das natürlich ein entscheidender Vorteil. Aber Synumeric One setzt noch eins obendrauf. Mit der 3D-Option in Run My Virtual Machine gibt es auch noch eine Simulation des Maschineninnenraums. Damit können gezielt Kollisionen des Werkzeugs mit dem Spannmittel, aber auch mit der Maschine vermieden werden. Damit steigt natürlich die Prozesssicherheit deutlich an. Natürlich bietet dieses Tool auch die Möglichkeit, CNC und Maschine offline zu trainieren. Ja, ein geniales Werkzeug. Ich selbst habe es
tagtäglich im Einsatz. Danke, Andreas. Die schnellen Veränderungen in der Gesellschaft gehen auch nicht spurlos an den Fertigungsbetrieben mit Werkzeugmaschinen vorbei. Schauen wir doch mal auf unser Konsumverhalten. Wir wollen immer individuellere Produkte. Dies wiederum bedingt komplett neue Technologien bei der Teilefertigung. Falls Sie es nicht bemerkt haben, wir stehen vor einer Maschine für additive Fertigung. Die arbeitet mit Directed Energy Deposition, also Laser-Auftragsschweißen. Genau hier ist Sinumeric One erste Wahl. Auch für die zunehmende Automatisierung des Werkstückflusses ist Sinumeric One bestens gerüstet. Mit der integrierten SIMATIC S7 1500 ist nicht nur die bestmögliche Automatisierung der Maschine selbst möglich. Die Maschine kann damit auch ideal in übergeordnete Automatisierungslösungen integriert werden. Und eine weitere Veränderung zieht auf. Die Innovationszyklen der Werkzeugmaschinen werden immer kürzer. Dafür bietet Sinumeric One ein wegweisendes Feature. Mit den Sinumeric Machining Technology Extensions lassen sich Anwenderfunktionen nachinstallieren. Die Idee dahinter? Einfach einspielen und das Ganze läuft. Plug and play wie bei anderen modernen IT-Systemen. Sinumeric One ist also ein im Markt bekanntes und bewährtes Sinumeric CNC-System auf einer innovierten, hochleistungsfähigen Systemplattform. Die Kompatibilität für Maschinenanwender war oberste Pflicht im Lastenheft. Mein Arbeitsplatz hat sich daher in keinster Weise geändert. Nicht nur was die CNC-Bedienung und Programmierung anbetrifft, auch die Vorhaltung von Ersatzteilen sollte minimal beeinflusst werden. Ein zentrales Ziel der neuen CNC ist aber, Fertigungsbetriebe mit Werkzeugmaschinen zum Shopfloor von morgen zu begleiten. Sinumeric One stellt sich konsequent diesen Herausforderungen. Um zu sehen, welche Maschinen bereits mit Sinumeric One verfügbar sind, besuchen Sie den Sinumeric Machine Compass. Einfach Sinumeric Machine Compass in die Internetsuchmaschine eingeben. Unter Komponenten Sinumeric One auswählen. Dort finden Sie viele Hersteller, die ihre Maschinen bereits auf dieser Plattform bewerben und jeden Monat kommen neue hinzu. Das war's zum Thema Wissenswertes für Maschinenbetreiber zur neuen High-End CNC Sinumeric One. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.